Wenn du im Natürlichen über bestimmte Dinge Autorität besitzt, dann ist es sehr wichtig, dass du diese Autorität auch im Geistlichen ausübst. Wenn dir Dinge anvertraut sind, unterstellt sind, du Autorität darüber hast, dann musst du diese Autorität wahrnehmen. Beispielsweise, wenn dir ein Grundstück gehört, dann kann nicht irgendjemand kommen und auf dem Grundstück was machen. Was anbauen oder ein Feuer machen oder was errichten, sondern es ist dein Grundstück. Du sagst, Moment mal, das gehört mir. Ich bestimme, was hier geht und was hier nicht geht. Das ist mein Eigentum. Genauso ist es im Geistlichen. Die Dinge, über die du Autorität hast, du ordnest an, was geht und was nicht geht. Du bestimmst, was möglich ist und was nicht möglich ist oder, wie es die Bibel sagt, was du bindest oder was du löst. Also was verboten ist und was erlaubt ist. Diese Autorität musst du wahrnehmen. Das geschieht nicht automatisch. Das ist nicht etwas, was da ist, sondern du musst es ergreifen. Du bist König und Priester und die Dinge, worüber du Autorität besitzt, nimm sie. Nimm sie. Du musst in dem Sinne dein Claim von deinem Landstück, was dir anvertraut ist, wirklich verteidigen. Der Feind versucht uns da richtig zu betrügen, zu berauben, zu belügen. Beispielsweise deine Ehe, deine Familie, deine Kinder, vielleicht deine Firma, dein Geschäft, dein Beruf, Leute, die dir unterstellt sind, Leute, die dir anvertraut sind, deine Finanzen, auch dein Körper, dein Denken. Alles Dinge, über die du Autorität hast. Du musst sie ergreifen, denn sonst tut es jemand anderes für dich und tut Dinge, die dir nicht gut tun und die dir nicht gefallen. Du musst sagen, was geht und was nicht geht. Das tun wir in unserer Gebetszeit, wenn wir einfach im Geist sagen, das geht nicht. Ein Beispiel, wir haben vor einiger Zeit Leute kennengelernt, die hatten riesige Probleme in ihrem Haus. Es waren mehrere Parteien und es gab Stress. Es war kein Friede da, sie fühlen sich gestriezt und insbesondere von einer Partei, also regelrecht terrorisiert. Und im Gespräch stellt sich plötzlich raus, oh, es ist ihr Haus. Es gehört ihnen, es ist ihr Eigentum, die anderen sind alle bei ihnen untergemietet. Dann haben wir gesagt, wenn das euer Eigentum ist, müsst ihr Autorität darüber ergreifen. Ihr sagt, was geht und was nicht geht. Nicht jetzt im persönlichen Gespräch, das war alles schon gelaufen, sondern in der Gebetszeit. Ihr ordnet einfach an, in der Position, die euch gegeben ist, in die geistliche Welt, was erlaubt ist und was verboten ist. Das haben sie gemacht, sehr ernsthaft umgesetzt und innerhalb von Tagen hat sich die Situation verändert. Und es kam ein völlig neues Gefühl und eine Atmosphäre in das Haus hinein. Und das ist ein Bild dafür. Du musst das, was dir anvertraut ist, verteidigen, Autorität nehmen und im Grunde genommen deine Hacken eingraben und sagen, das ist meine Familie, das ist mein Land, das ist meine Gesundheit, das sind meine Kinder und ich lasse nicht zu, dass der Feind hier in mein Land kommt und irgendwas tut, was schädlich ist, negativ ist, zerstörerisch und so weiter. Nimm es, nimm deine Autorität ein und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.